Du bist ein Chaostier und ein echter Haushaltsmuffel. Du möchtest gern ordentlicher werden, auch wenn dir das Aufräumen nicht so richtig Freude macht. Dann lass uns gemeinsam daran arbeiten und dein Zuhause rocken. In diesem Video besprechen wir nicht nur geniale Tipps, die dir dabei helfen werden, ordentlicher zu werden. Wir besprechen auch, wie das Aufräumen dir künftig mehr Spaß machen kann und wie es dauerhaft ordentlicher bleibt. Schön, dass du auf meinem Kanal gelandet bist. Mein Name ist Jasmin und ich bin Autorin. Seit mehr als 6 Jahren lebe ich nun minimalistisch. Dass ich selber so überhaupt keine Lust zum Aufräumen habe, ist ein wesentlicher Grund, warum ich mich für diese Lebensweise entschieden habe. Bevor wir jetzt gleich besprechen, wie es künftig ordentlicher bei dir wird, lass uns zunächst einmal besprechen, warum Ordnung überhaupt wichtig ist. Warum ist Ordnung wichtig? Wieso sollten wir unsere kostbare Zeit eigentlich mit Aufräumen vergeuden? Wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt so viel spannendere Dinge als Haushalt, oder? Ich kann jedenfalls gut verstehen, wenn du in dieser Hinsicht ebenso wenig Bock hast wie ich. Trotzdem gibt es einige gute Gründe, warum es sich lohnt, diese Haltung nochmal zu überdenken. So haben zum Beispiel Forscher herausgefunden, dass wir uns schlechter konzentrieren können, wenn es unordentlich ist. Grund ist ganz einfach der, dass unser Gehirn dann auch noch die ganzen visuellen Reize um uns herum wahrnehmen muss. Natürlich fühlen sich auch problematische Tierchen wie zum Beispiel Hausstaubmilben und Ungeziefer deutlich wohler mit ein bisschen Chaos. Und das nervt mich am meisten, Dinge zu suchen und zu finden ist deutlich zeitaufwendiger und extrem frustrierend. Es gibt also durchaus schlagkräftige Argumente, warum wir uns gelegentlich aufraffen sollten. Vorbereitung. Aller Anfang ist schwer. Wenn es dir so geht wie mir und du tendenziell überhaupt keine Lust hast, dann müssen wir ein bisschen in die psychologische Trickkiste greifen. Bevor du also den allerersten Strich aufräumst, sorg zunächst für ein bisschen Unterhaltung und positive Motivation. Leg deinen Lieblingspodcast ein oder motivierende Musik oder deine Lieblingsplaylist. Alles, was dir gute Laune macht, ist willkommen. Nur nicht überfordern. Manchmal kann sich Ordnung schaffen anfühlen wie ein gewaltiger Berg, den wir erklimmen müssen. Die ganze Wohnung aufräumen und putzen. Den Keller ausmisten? Das dauert bestimmt das ganze Wochenende. Weißt du, was ich meine? Dieses Gefühl wollen wir aber vermeiden. Denn wenn wir uns überfordert fühlen, dann gehen wir entweder total lustlos an eine Sache oder wir schieben sie Ewigkeiten vor uns her. Wie kann es besser klappen? Teile dir deshalb das Ordnungsschaffen und Aufräumen in kleinere Schritte auf. Du kannst zum Beispiel erstmal ein bestimmtes Zimmer aufräumen oder nur einen begrenzten Bereich putzen oder nur eine Kommode ausmisten. Wenn du eine große Aufgabe in kleinere Aufgaben unterteilst, dann wird es einfacher und du vermeidest den Unwillen und die Überforderung. Afterwork. Wenn du die Sache dann geschafft hast, dann greifen wir wieder in unsere Trickkiste. Jetzt darfst du dich nämlich belohnen. Wer arbeitet, soll schließlich auch etwas davon haben. Gönn dir also nach dem Aufräumen eine Kleinigkeit, über die du dich freust. Eine Süßigkeit, eine Tasse Tee, ein heißes Bad, was immer sich für dich gut anfühlt. So legst du nämlich direkt den Grundstein für die nächste erfolgreiche Ordnungsaktion. Was auch unfassbar motivierend ist, sind Vorher-Nachher-Aufnahmen. Unser Gedächtnis ist nämlich eine fiese Nudel und vergisst oft direkt, wie es vorher eigentlich aussah. Und wie willst du deinen Erfolg wahrnehmen, wenn du dich gar nicht mehr richtig daran erinnern kannst, wie es vorher aussah und was du geschafft hast? Jetzt haben wir eine ganze Menge Tipps besprochen, die dir dabei helfen sollen, dich zur Ordnung und zum Aufräumen zu motivieren. Das ist jedoch nur die halbe Miete. Dass es länger ordentlich bleibt, ohne dass wir mehr Arbeit haben, das wäre doch eigentlich wünschenswert. Wie das funktionieren kann, das besprechen wir gleich. Abonnier aber bitte vorher unbedingt meinen Kanal, um künftig nichts mehr zu verpassen. Dann besprechen wir auch Tipps, wie du künftig weniger Zeit in deinen Haushalt investieren musst. Jetzt geht's aber direkt weiter. Viel Spaß!
Alles hat seinen Platz. Damit es ordentlich bei dir bleibt, müssen deine Dinge zunächst einen festen Platz haben. Gegenstände, die keinen Platz haben, verursachen nämlich immer Unordnung. Sie liegen herum oder du findest sie nie, weil sie dauernd den Ort wechseln. Versuche also möglichst einen festen Ort für jeden Gegenstand zu finden. Reduziere deinen Besitz. Je mehr du hast, desto mehr musst du aufräumen und sauber halten. Die Wahrheit ist, dass wir auch sehr viele Gegenstände haben, die wir nicht benutzen. Doch warum sollten wir dann zulassen, dass sie unseren Platz und unsere Energie stehlen? Geh systematisch deinen Besitz durch. Du kannst die Sachen entsorgen, verkaufen, verschenken, spenden oder sogar upcyclen. Wenn du mit dem Begriff Upcycling nichts anfangen kannst, es bedeutet, dass du einen Gegenstand zu einem neuen Gegenstand verarbeitest. Ich hatte über 10 Jahre lang einen Blog, der sich mit Themen wie Upcycling, Do-it-yourself und Dekoration beschäftigt hat. Meine besten Tipps aus der Zeit findest du in meinem Buch DIY und Upcycling. Ich blende es dir hier mal ein. Das Buch ist erhältlich bei Amazon. Wirf gern einen Blick hinein, denn Upcycling ist eine tolle Sache und kann richtig Spaß machen. Aufbewahrung. Wenn Dinge lose herumliegen, sieht es schnell chaotisch aus. Viel besser ist es, wenn du passgenaue Aufbewahrungslösungen hast. Also zum Beispiel Aufbewahrungsboxen und Körbe. Oder falls du Geld sparen möchtest und gerade nichts anderes da hast, Schachteln tun's auch. Schachteln sind sogar ziemlich super. Ich liebe Schachteln. Freie Oberflächen. Versuch ohnehin möglichst viel Kram in Schubladen und Kommoden zu verstauen. Halte deine Oberflächen frei, denn es ist sehr viel zeitaufwendiger, Oberflächen zu reinigen, die vollgestellt sind. Außerdem sammeln die Sachen selbst ja auch Staub an. Aus den Augen, aus dem Sinn. Lerne loszulassen. Wegwerfen ist schwierig. Ich weiß. Aber wenn du nicht lernst, loszulassen, dann wird sich bei dir immer mehr und mehr ansammeln. Und dein Zuhause wird immer voller. Und dadurch wirst du immer mehr Arbeit haben. Du bist nicht deine Sachen. Du veränderst dich ja auch. Warum sollte dein Besitz immer gleich bleiben? Und wenn du erst einmal daran gewöhnt bist, dann kann das Loslassen sogar richtig befreiend für dich sein. Aussortierziele. Im Alltagsstress vergessen wir schnell, dass wir eigentlich Dinge aussortieren wollten. Natürlich passiert dir das deutlich seltener, wenn du meinen Kanal abonniert hast. Aber davon mal abgesehen, ist es mega hilfreich, sich Aussortierziele zu setzen. Also zum Beispiel, jede Woche sortiere ich 3 Gegenstände aus. Das klingt erstmal nach wenig, aber wenn du das über einen längeren Zeitraum durchziehst, dann wirst du spürbare Erleichterungen im Haushalt merken. To-Do-Listen. Was man schreibt, das bleibt. Vielleicht hast du diesen Spruch ja schon mal gehört. Tatsächlich kann es relativ nervig sein, sich darüber Gedanken zu machen, was alles noch gemacht werden muss. Eine sehr unbefriedigende Angelegenheit. Ich liebe es deshalb, mit To-Do-Listen zu arbeiten. Es macht mir nämlich unsäglichen Spaß, Aufgaben von meiner Liste zu streichen. Und wer weiß, vielleicht probierst du es ja auch mal aus. Routinen. Vielleicht kennst du ja die folgende Situation. Du kommst abends von der Arbeit nach Hause und du hast eigentlich überhaupt keine Energie mehr. Das kann ich gut verstehen. Aber wenn du deine Wohnung im Chaos lässt, dann wird es am nächsten Tag noch viel schlimmer. Gerade in der Küche ist es schwierig, weil da Lebensmittelreste eintrocknen und weil sich zum Beispiel auch Fruchtfliegen sehr schnell vermehren. Entwickle deshalb einfache Routinen, die dich nicht viel Zeit kosten und dir das Gefühl geben, die Lage besser im Griff zu haben. Also zum Beispiel jeden Abend den Geschirrspüler einräumen und laufen lassen. Oder den Couchtisch abräumen. So vermeidest du, dass das Chaos überhand nimmt. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir dabei, motiviert durchzustarten und mehr Ordnung in dein Zuhause zu zaubern. Zum Thema Ausmisten und Aufräumen verlinke ich dir noch mein neuestes Video. Wirf auch hier gern einen Blick hinein. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Jasmin.